Mein Name ist Rani Fankhauser, ich bin 25, komme aus Bern und bin gelehrte Schneiderin. Mit meinem eigenen Label Ranifa stelle ich Kleider und Accessoires aus traditionellen japanischen Stoffen her. Es sind sehr zeitlose Muster, farbenfroh, aber doch schlicht und sie haben einen sehr grossen Wiedererkennungswert. Meine Sachen habe ich bis jetzt an verschiedenen Designmärkten oder auch in Läden, wie zum Beispiel im Kitchener in Bern, verkaufen. Warum ausgerechnet japanische Stoffe? Das kommt daher, dass ich schon sehr lange eine grosse Leidenschaft für Japan habe. Ich finde es ein sehr spannendes Land, es hat eine wunderbare Kultur und die Mischung aus Tradition und Moderne hat mich schon immer fasziniert. Sie legen sehr viel Wert auf Qualität, sei es Essen, Trinken oder eben Stoff. Seit 2016 habe ich im Emmental in einem alten Schulhaus mein Atelier. Dort habe ich sehr viel Platz für meine Kleider und Accessoires zu produzieren und auch neue Ideen zu entwickeln. Neben dem zeitlosen Design lege ich auch sehr viel Wert auf Qualität. Darum ist es mir sehr wichtig, dass alles von Hand hergestellt wird, dass man weiss, wo das Produkt herkommt und es mit einem guten Gewissen kaufen kann. Jedoch habe ich gemerkt, dass die Herstellung meiner Kleider und Accessoires sehr viel Zeit beansprucht und darum kaum Platz für neue Ideen zu entwickeln bleibt. Im Sommer 2016 bin ich mein zweites Heimatland Sri Lanka gereist. Ich habe mich dort sehr intensiv mit meiner zweiten Identität als halbe Tamilin auseinandergesetzt. Dort ist auch die Idee entstanden, warum nicht einen Teil von der Produktion von Ranifa nach Sri Lanka zu verlegen und somit ein Projekt können zu unterstützen oder sogar etwas Eigenes können aufzubauen. Und so Ranifa können nachhaltig weiterentwickeln.